Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, und zwar heute mal wieder mit einem kleinen Tutorial, denn ich wurde gestern Abend in den Kommentaren gefragt, wie findet man eigentlich am besten und am schnellsten Regens in FIFA 16 im Karrieremodus, und dazu habe ich jetzt einfach mal was Kleines vorbereitet. Ich gebe euch so ein paar Tipps und sage euch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr wirklich einen Regen in FIFA 16 im Karrieremodus finden wollt. Lasst auf jeden Fall auf diesem Video einen Like da, wenn es euch gefällt. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir die 250 Likes knacken würden. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Und dann starten wir jetzt in dieses Video rein. Was ihr jetzt erstes natürlich beachten müsst, ist, dass ihr alte Spieler herausfinden müsst. Welche Spieler beenden bald ihre Karriere? Da habe ich jetzt einfach mal insgesamt, glaube ich, 4 Beispiele rausgesucht. Die werden wir einfach mal so ein bisschen begleiten, wie sie ihre Karriere beenden, wie man das Ganze so angeht. Und dann holen wir uns auch noch den Regen raus. Wir zeigen, ich zeige euch ganz genau, worauf ihr achten müsst und wo ihr seht, dass das wirklich der Regen ist. So, wir fangen jetzt einfach mal an mit Patrice Evra, der spielt bei Juventus Turin. Das seht ihr, ist Franzose und Linksverteidiger. Ihr seht da jetzt, was das Wichtigste ist, beendet nach Saisonende seine Karriere. Das ist schon mal am wichtigsten, da müsst ihr drauf achten. Dann müsst ihr darauf achten, welche Position spielen die Spieler eigentlich. Hier haben wir in diesem Beispiel zentral-defensiv. Dann ist die Nation wichtig und die Liga, wo sie spielen. Im Beispiel KK haben wir jetzt einmal zentral-offensiv, Brasilien und Liga MLS. Wenn sie danach in der nächsten Saison ihre Karriere beendet haben, ihr simuliert dann einmal über den Sommer rüber, dann schaut ihr euch einfach mal an, gibt es diesen Spieler noch? Hier im Beispiel Ibrahimovic, diesen Spieler gibt es nicht mehr auf dem Markt. Das bedeutet, der hat auf jeden Fall seine Karriere beendet. Dann, was wichtig ist, wenn ihr nach Regens sucht, immer die Altersklasse 16 bis 19 angeben, denn da werden die Regens immer generiert, und dann müsst ihr natürlich die Position eingeben, die der Verteidiger bzw. die der Spieler hat. In diesem Beispiel jetzt der Verteidiger, das ist Patrice Evra, habt ihr gerade eben gesehen, Linksverteidiger. Dann war er aus Frankreich und in der Liga Serie A zu Hause. Das bedeutet, ihr müsst immer die Liga, die Nation und das Alter eingeben, beziehungsweise die Position natürlich auch noch, und dann dürftet ihr eigentlich nur einen einzigen Spieler finden. Hier seht ihr es jetzt, wir haben Patrice Evra gefunden, beziehungsweise den Regen von Patrice Evra. Den werden wir uns dann gleich mal genauer unter die Lupe nehmen, den werden wir nämlich verpflichten und den einfach mal mit Patrice Evra vergleichen. Hier haben wir dann ein weiteres Beispiel, wir suchen einfach mal, nach wem wollen wir denn jetzt suchen? Wir suchen anscheinend mal nach Xabi Alonso. Ist natürlich zentral-defensiver Spieler, wieder das Alter eingeben, dann Spanien und die Bundesliga, und dann solltet ihr eigentlich wieder nur einen einzigen Spieler finden. Hier seht ihr den Spanier von Freiburg, die kommen nicht von den gleichen Vereinen, das ist wichtig. Sie kommen nur aus der gleichen Liga und normalerweise solltet ihr dort immer nur einen einzigen Spieler finden. Dann geht es direkt weiter mit der brasilianischen Liga, mit Kaká. Da habe ich jetzt sogar ausnahmsweise mal 2 Spieler gefunden. Das hatte ich bisher auch noch nicht ganz so oft. Und die beiden habe ich dann einfach mal verglichen. Ihr seht hier, alles ist wieder eingestellt, 16 bis 19 Jahre. Dann habe ich mir einfach mal überlegt, wer könnte denn der Regen von Kaká sein? Er hat jetzt überhaupt nichts drin steht und er hat sogar, zeigt großes Potenzial. Und da Kaká ja ein ziemlich großer Spieler ist, genauso wie Ronaldo, Ibrahimovic oder auch ein Messi, wird da wahrscheinlich auch stehen, zeigt großes Potenzial. Und dann habe ich mir gedacht, wird es wahrscheinlich dieser Spieler sein. Hier habt ihr jetzt nochmal Zlatan Ibrahimovic, der hat bei mir im Verein gespielt. Und wenn er bei dem eigenen Verein spielt, mit dem ihr gerade die Karriere macht, in dem Fall PSG, ich habe diese Karriere bei PSG gestartet, wird er auf den freien Markt geliefert. Ihr seht hier einen Spieler auf dem freien Markt. Das ist der Regen von Cristiano Ronaldo, sage ich gerade, von Zlatan Ibrahimovic. Der ist der einzige freie Spieler und wenn er wirklich bei dem eigenen Verein war, wird er auf den freien Markt gegeben, sage ich mal. Und das ist hier Ibrahimovic in dem Fall. Hier seht ihr jetzt noch wirklich, dass das die Regens waren. Ihr seht, worauf ihr achten müsst. Ihr könnt einmal nur auf die Position achten und auf die Nation. Ihr seht hier Frankreich, Frankreich, links Mittelfeld, hier auch Schweden, Schweden, Sturm, Sturm. Der Rest ist leider komplett unterschiedlich, die Größe ist komplett anders, der schwache Fuß ist komplett anders, die Skill-Moves und alles, aber das ist einfach so das Hauptthema, worauf ihr achten müsst. Ihr seht hier wirklich, dass es wirklich die gleichen Spieler sind, die Position ist gleich und die Nation ist gleich. Das sind wirklich die Faktoren, wo ihr nachher sehen könnt, war das wirklich der Regen, und ihr seht natürlich auch, dass sich der Regen um einiges besser entwickelt als andere Spieler. Ich habe jetzt diesen Zlatan Ibrahimovic Regen in 3 Jahren auf einen 85er Rating bekommen. Ohne Training, der hat einfach nur gespielt und hat sich da super entwickelt. Also, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht knacken wir die 250 Likes. Lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man sieht sich demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.